Da ist mein New Girl, sie ist meins und wir werden hoffentlich noch viel Spaß haben. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen los und wir zeigen euch den Sound während der Fahrt, den ich natürlich noch separat aufnehmen werde nochmal, aber zur Vorstellung wird es reichen. Das Geile ist an dem Aero-Auspuff. Weiß nicht, ob man das hört. Man kann schön dieses Brabbeln provozieren. Ich finde den schon recht laut, obwohl der DB-Killer nicht draußen ist. Aber der Sound ist einfach. Ist einfach Hammer. Und ja, grundsätzlich muss ich sagen, mir reicht das mehr als genug. Ich muss sagen, meine Lady, 78 PS, Vierzylinder. Die ging schon ganz gut nach vorne. Dieses Ding 106 PS mit dem Aero und dem Mapping drauf soll es angeblich 108 bis 110 PS haben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wenn man bedenkt, ich fahre jetzt im zweiten Gang bei 4.000, 4.500, 5.000 Umdrehungen und bin gerade mal bei 50. Also im Normalfall brauche ich kaum den dritten beziehungsweise vierten Gang und bin locker bei 120. Ich werde jetzt mal ein bisschen Gas geben, damit ihr seht, was ich meine. Ne? Also das ist Wahnsinn, wie das Ding nach vorne geht. Ganz klar, es wiegt 180 Kilo bei 608 PS. Meine Lady hat 78 PS gehabt bei 230 Kilo. Das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Und das Handling ist die Fahrradfahren. Das ist genau das, was ich eigentlich wollte, denn bei meiner Lady hatte ich halt das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter. Und hier habe ich das Gefühl, hier steckt noch viel Potenzial drin, dass ich mich ja natürlich als Fahrer auch erstmal erarbeiten muss. Aber ich fühle mich sicher drauf. Ich habe keinen Schiss vor dieser Leistungsentfaltung. Aber ganz klar, es reicht völlig. Also ich hätte keine Speed Triple mit 140, 150 PS gebraucht oder die 1000 SR mit 200 PS. Brauche ich gar nicht. Das Ding macht so viel Spaß und geht so gut ab. Das ist totale Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir natürlich hier so einen kleinen Stopper vor uns vorrumfahren. Weil ich wollte euch ja nochmal den Quickshifter zeigen. Da schalte ich einmal runter. Also wenn ihr seht, seht ihr das. Also ich fahre hier 50 bei 4000 Umdrehungen im zweiten Gang, also es ist lächerlich. Also, so und da brauchst du. Ich kann fast die ganze Zeit im zweiten Gang fahren. Auch die Kraftentfaltung aus niedrigen Touren ist gleichmäßig und super. Aber wenn ich am Hahn ziehe, dann geht's gleich mächtig nach vorne. Oh, hier ist ein bisschen Dreck, muss man aufpassen. Die Landwirte sind hier im Moment schon fleißig dabei. Und jetzt werde ich gerade vom LKW gejagt, auch schön. ja, was soll man sagen? Den Quickshifter zeige ich euch gleich nochmal. Und ich würde sagen, wenn ich ein bisschen schneller fahren kann, dann melde ich mich nochmal wieder. So, Leute. Hier kann man gleich ein bisschen zügiger fahren und wie gesagt, also ich kann in dem dritten Gang, vierten Gang locker bei 50, 60 fahren ohne Probleme und da kommt trotzdem Dampf raus, wenn ich am Kabel ziehe. Oder ich kann auch mit zweiten Gang mit 60, 70 fahren und bin mal 6000 Drehungen. Also das ist, die Bandbreite ist, wie sagten die Amerikaner, amazing und das macht richtig Spaß. Also das ist einfach Hammer. Was ich schon in anderen Probefahrten gesagt habe, die Windanfälligkeit ist echt human. Ich bin schon über der Autobahn gefahren mit 150, 160, 170. Dann hört es zwar langsam auf, weil der Wind drückt doch schon ganz, ganz gut. Aber bei weitem nicht so krass, wie ich das gedacht habe bei
Naked. So, jetzt sieht man hier, 100 freigegeben. Ich nehme die Hand nicht zu Hilfe und dann geht's los. So, habt ihr gesehen? Geht lockig von der Hand oder eben auch nicht. Der Quickshifter geht allerdings nur zum Hochschalten. Was schon ein nettes Gimmick an sich ist. Also runterschalten ist nicht drin. Macht nix. Und ja, jetzt werde ich noch mal Richtung Tunnel fahren. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Sound mit rein. Und würde ich sagen, bis gleich. So Leute, jetzt haben wir da hinten Tunnel vor uns. Da will ich mal kurz ein bisschen gucken. Man will das nicht übertreiben. Es ist Samstagmittag in der Stadt. Ja, geht schon nice. Aber das werden wir alles in Zukunft bei den einen oder anderen Aufnahmen noch ein bisschen ausführlicher machen. Ein paar schöne Aufnahmen machen, ein paar schöne Soundaufnahmen machen, ein paar schöne Bilder. Da ist noch ein bisschen was in Planung, könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich da schon drauf. Da wird die Karamazone natürlich auch wieder dabei sein, ganz klar. Ja, würde ich sagen, das ist mein New Girl. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Bike. Mir gefällt es sehr gut. Und damit würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, sofern das noch nicht passiert ist. Klingelt die Glocke, damit ihr immer up to date bleibt, wenn neue Videos kommen. Schaut bei Instagram rein, schaut bei der Karamazone rein. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im Bälde wieder. Und das brabbelt so schön. Okay, bis dann und tschüss.